planungsmäßig wird das vielleicht für heute zumindest die letzte Folge von Alan Wake für diese Session sein. Vielleicht erreichen wir den Lover's Peak ja noch und das auch unbeschadet möglichst. Denn zwei Gestalten in diesem Wald, die treiben mich gerade so ein wenig, nicht in den Wahnsinn, aber auch nicht in Verzweiflung, das kann ich auch nicht sagen, aber sie halten mich auf meinem Weg dorthin. Ich habe nach wie vor einfach keine Orientierung hier. Das heißt, einmal nach rechts am Anfang immer. Die Musik ist übrigens gerade wieder super. Und dann geradeaus. Und dann weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Och Mensch, wollte doch ausweichen. Was soll das denn? Ich bin doch ausgewichen. Hallo. Ich sehe gerade gar nicht, wo ich bin. Boah, Leute. Jetzt wollen sie es aber wissen. Außerdem, warum habe ich jetzt da wieder gestartet? Habe ich den neuen Kontrollpunkt erreicht? Ich will doch eigentlich erst die Seite einsammeln. War das die letzte, die wir hatten? Oder das hier? Ich weiß es nicht. Warum gehe ich nicht auch einfach hier hoch? Er ist ja geil. Habe ich jetzt die Seite eingesammelt oder nicht? Ich glaube, das gucke ich gleich, nachdem ich gegen die beiden da gekämpft habe. Oder drei. Wie gesagt, in den Belangen ist das Spiel auch gut programmiert.
Die Gefahr scheint aber noch nicht gebannt zu sein. Da hinten ist die Seite gut. Noch sehe ich niemanden. Kriegt man echt so ein paar Paranoia, muss ich ja sagen. Der große Alte. Diese außergewöhnlich große Gebirgs-Douglasie, Pseudo-Zuga-Menziesi-Subt-Glauka, war über 200 Jahre alt, als sie im 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nach reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie eingestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter. Fast ein Weltrekord. Ach so, Steuerung, ja. Ist okay. Mordor. Nee, fast. Aber es hilft alles nichts, wir müssen erst die Seite da hinten holen. Und schlagartig wird es wieder ruhiger. Ist echt spannend immer. Und abermals komme ich mir so ein bisschen vor wie bei Slender, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich. Ich gucke immer, dass ich weiß, wo der Dingens ist. Der Pavillon, wie Oma das vielleicht sagen würde. Baumstamm, groß. Da unten ist die Eiche. Sag ich jetzt einfach mal, dass sie das ist. So. Mist. Aber jetzt habe ich es ja getriggert. Vielleicht kommen sie jetzt ja wieder hier hoch. Ja. Ja.
Da unten ist irgendwas. Was ist denn das? Grafikfehler? Sag bloß, das sind immer noch nicht alle. Das gibt's doch nicht. Das muss doch jetzt mal so langsam... Ja, und jetzt? Super. Oh, ja, ganz toll. Habe ich jetzt die Seite eingesammelt? Das nervt gerade ein wenig, muss ich sagen. Das ist vom Spieldesign her etwas blöd gemacht. Sollte ich nochmal zurückgehen und ein bisschen gucken, ob ich da noch Munition finde? Wo die letzte Munitionskiste war, aber auch erst. Das war bei. Ich geh nochmal zurück. Haben wir ja so noch nie eigentlich so wirklich gemacht im Spiel, aber ich hoffe, das Spiel lässt uns das auch machen. Bestraft uns nicht dafür. Das hatten wir ja eingesammelt, genau. Gab es denn hier noch irgendwo was? An Munition, darum geht's mir jetzt. Da oben. Gab es denn noch irgendwas? Die Folge ist wieder vorbei. Ja. Und weiter werde ich jetzt auch nicht zurückgehen, denn wohl doch da oben. Da war ja die Kiste. War das hier direkt? Ich glaube, das war hier, ne? Dürfen wir nicht zurück? Ach so. Denn wir müssen jetzt alles nehmen, was geht. Gegenstandslimit erreicht. Ja, nee, ist klar. Ja, liebe Leute. Ich bin gerade überlegen, nehme ich noch eine Folge auf oder belasse ich das fürs Weitere bis heute irgendwie so?
Das war ein komischer Satz. Wie viel Uhr haben wir denn? Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, eine Folge mache ich noch. Und dann nehme ich erst in der nächsten Session wieder Alan Wake auf. Denn ich möchte ja gleich noch ein bisschen Dishonored spielen und aufnehmen für euch. Und ja, hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen in der nächsten Folge. Denn es ist, wie ihr merkt, nicht ohne, hier weiterzukommen. Vor allem nicht, wenn man keine Munition mehr hat. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen mehr als zuletzt. Und hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen. Bis zur nächsten Folge. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.